Hey Leute, in diesem Video schauen wir uns die besten Schlagbohrmaschinen an, welche es aktuell zu kaufen gibt. Also bleibt dran! Insgesamt habe ich drei Schlagbohrmaschinen bekannter Hersteller hier miteinander im direkten Vergleich. Welche am besten zu dir passt, erfährst du jetzt. Achtung, Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Fangen wir an mit der Schlagbohrmaschine von Makita. Die Makita HP1631KX3 kommt im praktischen Koffer mit insgesamt 74 Teilen Zubehör. Es ist die perfekte Profimaschine für den universellen Einsatz mit hoher Bohrleistung bei wenig Vibrationen. Die Maschine ist für Schlagbohren in Ziegel oder Kalksandstein sowie für Bohren in Holz, Metall, Keramik oder Kunststoff vorgesehen. Der starke 710 Watt Motor mit hohen Leistungsreserven sorgt für eine Bohrleistung von 16 mm in Mauerwerk und 30 mm in Holz. Eine drehbare Kohlebürstenbrücke sorgt ebenfalls für eine optimierte Leistungsausbeute im Rechts- als auch im Linkslauf. Die Schlagbohrmaschine zeichnet sich außerdem durch eine geringe Vibration aus. Das Arbeiten mit dem Schlagbohrer ist aufgrund des ergonomischen und gummierten Griffs sehr angenehm. Der mitgelieferte Seitengriff sorgt für eine bestmögliche Kontrolle über die Maschine. Zudem sorgt das angenehme Gewicht von 2 kg dafür, dass auch längeres Arbeiten problemlos möglich ist. Der Schlagbohrer HP1631 kann mit oder ohne Schlagfunktion verwendet werden. Dies lässt sich mit Hilfe eines Schalters nach Wunsch einstellen. Ebenfalls kann die Drehzahl variabel gesteuert werden. Genauso wie der Rechts- oder Linkslauf, welcher über einen Schalter eingestellt wird. Das vielfältige Zubehör ist direkt im Transportkoffer integriert. Neben allen gängigen Bits sind diverse Bohrer für viele verschiedene Anwendungsgebiete im Lieferumfang enthalten. Mit starken 4,5 Sternen auf Amazon und Lobeshymnen von diversen Test- und Heimwerkerportalen ist diese Makita Schlagbohrmaschine eine erstklassige Wahl. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächste möchte ich euch den Platzhirsch von Bosch vorstellen. Die Bosch Schlagbohrmaschine Universal Impact 700 besticht durch ihre hohe Schlagkraft und Kontrolle. Schneller und einfacher Werkzeugwechsel durch integrierte Schnellspannbohrfutter sind bei der Bosch garantiert. Mit der Universal Impact 700 erhält man eine kompakte, aber dennoch leistungsstarke Schlagbohrmaschine. Mit ihr gelingen Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Beton und Stahl ohne große Anstrengung. Darüber hinaus geht das Bohren in Beton mit der Universal Impact 700 dank verbessertem Schlagwerk mindestens 20% schneller gegenüber anderen Herstellern. Die Universal Impact 700 ist die kompakteste und leichteste Schlagbohrmaschine ihrer Klasse. Das geringe Gewicht von 1,7 kg sorgt für einen höheren Bedienkomfort als beispielsweise bei der Makita. Mit dem Tiefenanschlag können Bohrtiefen per Knopfdruck präzise eingestellt werden. Ein Durchbohren von dünnen Materialteilen wird dadurch verhindert. Dies ist einfach mega praktisch. Direkt neben dem Schalterdrücker befinden sich gut erreichbar der Drehrichtungsumschalter für Links- und Rechtslauf und die Feststelltaste für den Dauerlauf. Um bei jeder Anwendung die optimale Kraft einzusetzen, kann man am Funktionsschalter Schrauben, Bohren oder Schlagbohren einstellen. Unser Fazit: Für den Heimwerkergebrauch uneingeschränkt gut. Solide Verarbeitung liegt ausgewogen in der Hand, praktischer Handgriff mit gut zu bedienender Tiefenlehre und funktionaler Schnellverschluss. Die Drehzahleinstellung und ein langes Kabel – mehr geht einfach nicht für das Geld. Hier kann man bedenkenlos zugreifen.
Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als dritte und nächste Empfehlung dieser Reihe von Schlagbohrmaschinen möchte ich euch wärmstens das Modell TE-UD 750 von Einhell ans Herz legen. Die Einhell ist kräftig, kompakt und sehr robust in der Bauweise. Einen schnellen und unkomplizierten Werkzeugwechsel ermöglicht das hochwertige Qualitätsbohrfutter mit Lockfunktion in Kombination mit der Spindelarretierung. Ein Zusatzhandgriff bietet durch eine sichere Fixierung durch Verrippung einen festen Halt und die beste Kontrolle über die Kraft der Schlagbohrmaschine. Das robuste Metallgetriebe sorgt für eine lange Nutzungsdauer. Zur materialschonenden Voreinstellung verfügt die Schlagbohrmaschine über eine materialgerechte Anpassung der Drehzahl durch die Drehzahlvorwahl. Übermäßige Hitzeentwicklung gibt es nicht. Mit etwas Vorarbeit gelingen auch Bohrlöcher mit einem Förstneraufsatz in Spanholzplatten hinreichend präzise. Hervorzuheben ist auch der Spindellock-Mechanismus, welcher die Bohrer wirklich äußerst stabil im Bohrfutter hält. Ergonomische Softgriffe bieten auch bei anstrengenden und langwierigen Abschnitten ein angenehmes Arbeiten. Alles in allem eine sehr robuste Schlagbohrmaschine für einen absoluten Spitzenpreis. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt uns dies mit einem Daumen nach oben mit. Abonniert uns, damit ihr auch weitere Videos von uns erhaltet und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.